Hallo und herzlich willkommen zurück zu meinem Let's Play zu This War of Mine, The Little Ones. Und ja, Freunde, machen wir weiter an der Stelle. Ivano geht's immer noch nicht so gut. Wir haben auch nichts groß zu essen gefunden. Bio, armer Mann, ich hoffe, dass wir nicht dasselbe durchleben müssen wie er. Ja, wir haben ja in der letzten Folge jemanden gesehen. Kann ich das nächste Mal bitte mit? Ich glaube nicht. Wie geht's dir überhaupt, Kleiner? Leicht krank immer noch. Okay. Lass uns Stein, Schere, Papier spielen. Okay. Okay, Ivano. Legen wir los. Und wer gewinnt? Na? Näher kann ich leider nicht ran. Unglaublich, ich habe gewonnen. Ja. Beim nächsten Mal läuft es aber anders. Wir werden sehen. Ja, okay, Ivano, so leid mir es tut, du musst ins Bett. Du bist nur hungrig. Gehst hier schlafen, du machst mal ein bisschen Feuerholz noch an. Und gucken wir, ob wir das hier upgraden können. Ein Verband sogar, wenn uns einer mal, keine Ahnung, mit Messer angreift oder sonst was anschießt. Wir können es verbessern. Sollten wir wahrscheinlich auch. Oh. Diese Entscheidungen immer. Was machen wir? Geben wir ihm jetzt schon was zu essen? Medikamente oder nicht? Wir müssen zusammenhalten und einander helfen. Ansonsten kann es sein, dass wir dasselbe Schicksal erleiden wie der Mann im besetzten Haus. Ja, der ist jetzt ganz alleine. Der Kleine, der Mann. Und wir können ihm nichts zu essen geben. Wir könnten ihm einen Schenkel geben. Wenn wir danach mal hingehen sollten. Wir haben momentan leider nicht viel. Es ist jemand an. Ich brauche Hilfe. Machen Sie bitte auf. Ja, dann gehen wir mal gucken, was für Hilfe sie braucht. Oder er? Ich hoffe. Freundlich. Und hier ist auch ein Riesenloch hier drin. Ja, das müssen wir auch zumachen. Zum Glück sind sie hier. Ja, lass uns reden. Ich wohne nicht weit von hier mit meiner Tochter. Ich habe gehört, dass Plünderer Häuser leer räumen und Frauen vergewaltigen sollen. Ich kann die Türen verschließen. Sie könnten allerdings durch die Fenster reinkommen. Können Sie mir dabei helfen, sie mit Brettern zuzunageln? Die Rebellen haben meinen Mann im ersten Jahr des Krieges mitgenommen. Er ist noch immer nicht zurück. Wir sind ganz alleine. Bitte helfen Sie uns. Der schnell Frau mit Kind. Wir werden ihr helfen. Ich hoffe, es passiert nichts. Wenn der Kleine jetzt noch seinen Opa verliert. Ich weiß nicht, wie ich das jemals gut machen kann. Oder wieder bedanken kann. Gott beschütze sie. Ja. Okay, jetzt ist er weg. Er ist jetzt auch nicht mehr zu steuern und wir können jetzt nur hoffen, dass der gut wieder zurückkommt. Wir konnten unsere Nachbarin nicht verlassen, ohne unsere Hilfe anzubieten. Sie hatte große Angst, ja. Wäre wohl auch nach hinten losgegangen, wenn wir ehrlich sind. Sie ist zufrieden, das hat ihr gefallen anscheinend. Er ist auch zufrieden, er erholt sich. Solange es nicht schlimmer wird wie leicht krank, werde ich ihm keine Medikamente geben. Sobald es schlimmer wird, kriegt er natürlich Medikamente von mir. Da könnt ihr euch sicher sein. Ja, schon 12.30 Uhr. Ich will gleich mal gucken, was wir hier dann herstellen können. Wenn die mal aufsteht hier. Haben wir die Tür? Tür ist zu. Alles klar. Kann ja mal unsere Sachen angucken. Hier steht ja, es fehlt an Stühlen. Und wir könnten einen Sessel brauchen, ja. Wir haben aber Betten. Das finden sie gut. Falls jemand krank oder verletzt ist, haben wir einen Ort zum Ausruhen, ja. Wir haben ein Radio. Bücher haben wir. Uns fehlt es an Zigaretten, aber es bietet ihnen Trost, hier zu bleiben erstmal. Wir haben Löcher in den Wänden. Unser Unterschlupf ist nicht sicher und wir müssen immer auf der Hut sein, ja. Es tut uns gut zu wissen, dass das Kind glücklich ist. Das stimmt, da gebe ich dir vollkommen recht. Wer auch immer das gesagt hat hier. Aber die Löcher ist ein echtes Problem. Da muss ich dir recht geben.
Ja, Arika, du könntest aber jetzt mal aufstehen. Hungrig. Sollen wir was essen? Ja, ich gucke erstmal, was ich dann hier herstellen kann, sobald sie wach ist, Leute. Es sind keine Kippen übrig, nein. Es tut mir leid, Arika. Kippen gibt's nicht. Wir können eine Säge herstellen. Und hier könnten wir Waffen herstellen. Fehlt uns noch ein Waffenteil für ein Messer. Damit würde ich mich schon besser fühlen, wenn ich ehrlich bin. Aber wir nehmen mal zwei Sägeblätter mit im ersten Haus. Wisst ihr noch? Da, das brauchen wir. Bald wird es vorbei sein. Es wird uns gut gehen. Ich weiß auch nicht, wie lange der Krieg geht. Ich glaube, das ist auch immer unterschiedlich, ne? Wie viele Tage man hier überleben muss. Ich würde sagen, sie ist die Jüngste, also außer dem Kind, natürlich ist er jünger, aber sie ist noch jung und stark. Der Mann ist ja auch nicht mehr der Jüngste. Deswegen kriegt er das bessere Essen. Das sind solche Entscheidungen, wo echt scheiße sind. Wem gebe ich das Gute, wem gebe ich das Schlechte Essen? Wir brauchen jetzt definitiv Essen, denn, ja. Nicht sehr schmackhaft, aber sättigend, ja. Wie viel Brennmaterial haben wir noch? Noch dreimal nur. Wir brauchen unbedingt Brennmaterial. Wir brauchen Holz. Ganz, ganz dringend. Bin mir sicher, dass dieser Tag gute Neuigkeiten bringen wird. Ist er wirklich sicher? Ich mir nicht. Ich traue dem Frieden hier nicht. Das Problem ist halt, man kann hier auch niemand wirklich trauen, ne? Ja, das haben wir letztes Mal schon gelesen. Klassische Musik. In der ganzen Stadt herrscht Wassermangel. Falls sie Schnee schmelzen und Wasser zu erhalten, kochen sie es unbedingt vor dem Trinken auf. Schnee, genau, das könnte man auch machen. Das hatten wir auch letztes Mal. Okay, dann holen wir jetzt ein bisschen Schnee, würde ich fast sagen, Leute. Ja. In der Zeit, wo uns noch bleibt. Und das versuchen wir dann hier drauf zu kochen. Ich hoffe, das geht dann. Wenn wir gegessen haben, müssen wir schauen. Tja. Machen wir viermal oder machen wir sechsmal. Passt das? Ich hoffe, das passt noch von der Zeit. Ja. Wir haben keine Waffen. Wir können uns nicht mehr verteidigen. Ich hoffe, hier kommen keine Plünderer zu uns. Ja, wenn es so kalt ist, wird man leichter krank. Da gebe ich dir vollkommen recht, Arika. Aber da musst du jetzt durch. Kein schlechter Tag. Okay. Was ich noch sagen wollte zum Let's Play. Ich mache halt immer einen Tag, also Tag und Nacht, egal wie lange die Folge dann ist. Also wenn mal viel passiert und es dauert länger, dann ist das so. Wenn wenig passiert und sie schneller vorbei, dann ist es auch so, Freunde. So, gut, es ist. Ich könnte natürlich auch den Tag beenden, aber vielleicht passiert ja hier noch was. Aber dieses Loch sollten wir stopfen und dieses auch. Das wäre wichtig eigentlich. Ja, der Kleine wird schlafen gehen und wir gehen plündern. Tja. An das erinnere ich mich. Aber da müssen wir hin, weil wir brauchen Lebensmittel. Aber wir lesen mal. Dieses alte Wohnhaus gehört einem älteren Paar und deren Sohn. Sie sind immer noch da und halten die Plünderer irgendwie im Schach. Vermutlich haben sie Vorräte wie Essen und Medikamente. Aber sie werden diese wohl kaum mit uns teilen wollen. Wir können versuchen, sie entweder zu stehlen oder sie uns mit Gewalt zu nehmen. Dietriche könnten nützlich sein. Haben wir natürlich nicht, ne? Wir haben keine Dietriche mehr, oder? Doch einen. Ein Dietrich. Wir versuchen. Warte mal. Zurück. Was schon mit dem hier? Das sind noch Lebensmittel. Leute, dann gehen wir erstmal hier hin. Hier gehen wir später hin. Nehmen sicherheitshalber vielleicht eine Waffe mit. Falls was passiert. Wir gehen jetzt hier hin.
Wir nehmen die zwei Sägeblätter mit und gehen dahin. Ich will keine Leute töten müssen. Das kann hier halt leider ganz schnell passieren. So, wir gehen jetzt erstmal nach oben und zersägen die zwei Sachen. Und dann gucken wir hier nochmal, was hier alles ist. Das sind immer so Entscheidungen, die gefallen mir nicht. Aber in so einer Situation muss man das natürlich, ja, ist es eins so. Essen und Wasser. Bisschen Essen, bisschen Wasser. Nehmen wir auch erstmal alles. Und wie gesagt, dann tun wir wieder entscheiden, was brauchen wir, was nicht. Medikamente. Definitiv. Das würde ich eigentlich auch sehr gerne mitnehmen. Ja, musste, mit Kaffee haben sie noch nicht gemeckert, ne? Und das sind. Manchmal helfen sie, manchmal nicht. Wir brauchen aber das eine Waffenteil. Ja, Zigaretten, scheiße. Ne? Aber wir werden jetzt ja eh noch eine Sägeblatt zerbrechen. Vielleicht können wir das dann noch mitnehmen gleich. Je nachdem, was hier oben noch ist. Sonst haben wir ein bisschen was zu essen. Wirklich kochen können wir aber, glaube ich, nicht, weil wir kein Gemüse haben, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Holz, was wir brauchen. Schnaps. Also erstmal Wasser auffüllen. Nein. Ein Stack Wasser. Und Schnaps. Um, wenn ihr euch nicht erinnert, bei der Militärbasis stand, mit dem kann man sehr gut handeln bei denen. Was lassen wir dafür da? Elektronikteile. Nehmen den Schnaps mit. Und dann versuchen wir bei denen zu handeln und Essen zu kriegen. Wir haben nämlich kein Gemüse gefunden, nee. Aber wir können dem Kleinen dann die Medizin vielleicht geben, wo wir jetzt haben. Noch mal in den Rucksack rein. Ich will nichts hier, obwohl ich lasse das hier neben Holz mit, oder? Ich nehme zwei Holz noch mit. Geht ja leider nicht mehr. Ich lasse das hier. Es tut so weh, die Sachen hier zu lassen, Leute. Es geht nicht anders. Es geht einfach nicht anders, okay? Rein zum Ausgang. Ja, gut. Wir haben jetzt einiges gefunden. Leider kein Gemüse. Jetzt können wir ganz schlecht kochen, wahrscheinlich. Aber wir haben Essen. Wir sollten uns nicht zu sehr beschweren. Sind an Tag 4. Schon mal. Ich habe Bandagen gefunden, ja. Es scheint sehr wichtig zu sein. Toll, wir wurden geplündert. Jemand ist in unseren Unterschlupf eingebrochen und hat unsere Sachen gestohlen. Sehr schön. Feuerholz. Essen, Holz, Wasser und Kräuter wurden uns gestohlen. Und Ivano wurde leicht verletzt. Nice. Das läuft perfekt. Oh Mann. Okay. Jemand hat bemerkt, dass unser Unterschlupf über Nacht unbewacht war und hat unseren Sachen gestohlen. Wir wissen nicht, wer es war. Henrik half unserer Nachbarin dabei, ihr Haus mit Brettern zu zernageln, ist wohlbehalten zurück. Alles schon mal gut. Arika war auf der Suche nach Vorräten, hat einige interessante Dinge mitgebracht, ja. Und Ivano wurde leicht verletzt. Das heißt, wir müssen Ivano jetzt bandagieren. Und dann ihm auch Medikamente geben, wahrscheinlich. Und ja, dann müssen wir schauen, dass wir hier unseren Bereich sichern. Das darf nicht nochmal passieren. Wer verletzt denn ein kleines Kind? Wer ist denn so krank? Ich verstehe das nicht. Naja, gut. Ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Ich bedanke mich fürs Einschalten, Freunde.
Habt noch einen wunderschönen Tag. Bis dann. Haut rein. Ciao.